Hallo liebe S21 TV Zuschauer, einen wunderschönen guten Tag und hallo. Heute wieder Mario on Tour. Und wie man unverkennbar hören kann, die A8 rauscht vor sich hin. Wir stehen hier am Denkendorfer Rastplatz in Blickrichtung Esslingen, Ausfahrt Esslingen. Und da wollte ich noch einmal draufhalten, was sich so die letzte Zeit getan hat. Wie man sieht, ist hier im Vordergrund der Lärmschutzhügel grün zugewachsen. Und wenn man weiter hinausschaut, sieht man die Kräne. Das ist dann die Ausfahrt Esslingen, die derzeit umgebaut wird. Da müssen ja Brücken entstehen, weil ja die Neubaustrecke am Ende des Walds, Erdwalds, den wir jetzt hier vor uns haben, kommt ja die Neubaustrecke dann wieder ans Tageslicht und wird dann oberirdisch weitergeführt. Und demzufolge muss die Neubaustrecke über die Ausfahrt Esslingen drüber weggelegt werden. Das heißt, da müssen, glaube ich, 2 bis 3 neue Brücken entstehen. Und die werden jetzt gerade da vorne gebaut. Die Widerlager, die ganze Ausfahrt wird etwas umgestaltet. Ja, ansonsten gibt es in die Richtung erstmal nichts weiter zu sehen. Wir werden mal uns umdrehen und in die andere Blickrichtung, Richtung Ausfahrt Wendlingen schauen. Und wie man sieht, linke Seite das Bauarbeiterdorf, sage ich einfach mal, ist immer noch zu sehen, noch nicht komplett zurückgebaut. Aber ich glaube, das wird noch gebraucht für die Seite da drüben, und zwar Richtung Wendlingen halt. Hier sind noch ein paar Erdhügel zu sehen, die entweder aufgeschüttet worden sind oder abgetragen werden. Vom letzten Video ist ja schon eine Weile her, als wir auf der Brücke standen, kamen mir diese kleinen Hügel etwas kleiner vor. Vielleicht hat man sie erstmal wieder als Baulok eingerichtet. Und wie man sieht hier unten, Richtung Denkendorfer Talbrücke, da sind Erdarbeiten noch in vollem Gange. Also noch nichts zu sehen mit Fahrspur für die neue ICE-Strecke. Aber das Baufeld an sich hier vorne ist frei. Die Autobahn ist komplett wieder verschwenkt worden und auch der Seitenstreifen, der vierte, ist auch abgebrochen. Wir laufen mal ein bisschen nach vorn. In die Richtung der anderen Seite. Wie gesagt, in diesem Bereich war ja noch die vierte Spur, auch die ist zurückgebaut worden. Wie man sieht, werden hier noch ein paar kleine Arbeiten vorgenommen. Hier war ja die Baulogistikstraße auch, von der man auch nichts mehr sieht. Und der kleine Weg hier zwischen Feld und Brücke kommt auch noch weg, so dass der Landwirt sein komplettes Feld wieder benutzen kann, als wäre nie was gewesen.
So, wenn es mir möglich ist, werde ich dann da unten an der Brücke Denkendorfer Tal wieder die Kamera einschalten und sag mal bis gleich. Hallo liebe S21-Bau-TV-Zuschauer, wir befinden uns mittlerweile an der Neckarbrücke in Wendlingen. Ein paar Stationen hatte ich ausgelassen, aus verkehrstechnischen Gründen. Und habe mir gedacht, fahre ich gleich bis hier runter nach Wendlingen an die neue Neckarbrücke. Und wie man sieht, hier ist das Widerlager. Es wartet noch auf seinen Überbau mit seiner Rampe hinüber zur anderen Brücke. Da werde ich aber gleich draufhalten. Nochmal zurück zur Neckarbrücke. Hier wird bestimmt dann demnächst der Radweg und Fußgängerweg durchgeleitet. Wie man sieht, ist auch der Sandschuttkies da hinten neu moduliert worden. Man hat eine neue Böschung gemacht als Überlauf, wenn der Neckar mal über sein Ufer möchte, damit man hier genügend Auslauf für ihn hat. Und wie man schwer erkennen kann, am Ende der Brücke, auf der anderen Seite des Ufers, steht jetzt mittlerweile ein Gerüst, was über der Landstraße gespannt worden ist zwischen Oberboingen und Unterboingen. Da fährt der Verkehr gerade nicht, muss er ja auch nicht. Wir haben ja eine neue Straße. Und da hinten, wo der LKW gerade abbiegt, das ist die Ausfahrt Wendlingen-Nürtingen. Auch da ist viel weggeschafft worden an Erdreich. Und man hat mittlerweile auch Bohrungen gesetzt für neue Brücken. Die Neubaustrecke wird über diese Ausfahrt drüber weggehen. Da werden dann noch zwei Brücken gebraucht und man hat da soweit alles vorbereitet und kann demnächst beginnen mit den Widerlagern und dann mit der ICE einmal, nicht nur einmal, die Strecke einfach wieder Richtung Stuttgart schafft, über das Tal hinweg. Und da haben wir etwas den Kran davor. Jetzt laufen wir mal ein paar Meter nach unten. Viel Buschwerk. So, da sind wir an einem anderen Platz und schauen noch mal auf die Verlängerung, auf das Endstück der Brücke. Das Widerlager ist ja schon vor Jahren gebaut worden. Dann hat man versucht anzufangen, den Überbau zu machen. Und dann hat man festgestellt, ach komm, machen wir später. Lass uns erstmal die andere Seite machen. Für die kleine Wendlinger Kurve. Und dann hat man das erstmal auf Eis gelegt. Mittlerweile steht ein neuer Kran. Das Gerüst, Armierungen laufen auf Hochtouren und demnächst wird dann hinten betoniert und dann ist die Wendlinger, dann ist die Neckarbrücke hier in Wendlingen dann auch fertig
Auch hier, wie gesagt, der Auslauf für den Neckar ist neu gestaltet worden. Wenn er mal über seine Ufer drüber hinaus möchte. Und hier waren vier Erdarbeiten in den letzten Monaten vorgenommen worden. Und jetzt gehen wir langsam wieder zurück. Ja, Max Bögel hat es möglich gemacht, innerhalb kürzester Zeit eine zweite Brücke zu errichten, mit beiden Widerlagern, in der Mitte noch einen Stützfuß und wenn man genau hinschaut, ist auch die Oberplatte schon drauf. Also hier hat man richtig Gas gegeben. Ich habe ja mal gefragt, wo beginnt die Wendlinger Kurve? Dann hat einer geschrieben, genau da, wo ich stehe. Und danke für den Hinweis. Und wir werden uns dann wieder auf der anderen Seite sehen. Ich schalte die Kamera jetzt mal aus und sage dann bis später. Ja, nach ein paar Fußschritten weiter blicken wir auf das Portal unter der Autobahn. Hier ist die Zugausgleisung vom Hauptgleis unter der Autobahn unten durch. Hier auf die Neckartalbahn. Und zum letzten Mal, wo ich hier war, hier hat sich auch wieder einiges getan. Hier werden jetzt die Vorbereitungen der Lärmschutzwand vorbereitet, ja, doppeltes Wort. Jedenfalls, um einfach dann auch hier hinten das Seniorenheim vor Lärm zu schützen. Hier kommt jetzt auch die Weiche ins Blickfeld. Und das ist die Richtung Unterboingen. Wie man schön sieht, die neuen weißen Träger für die Lärmschutzwand, wollte ich noch sagen. Und ich denke mal, beim nächsten Mal, wenn ich hier lang laufe, wird hier einiges nicht mehr sichtbar sein. Dann halt von der anderen Seite aus und da gehen wir jetzt auch hin. Ja, und wie man schwer vom Verkehr hören kann, hier ist jetzt die neue Umleitungsstrecke. Neuer Fahrbahnbelag drauf. Dann solche Betonwände und ich mache noch schnell einen Dreh. Da kommt jetzt gleich die Brücke, die man durchgepresst hat und das gleich unten durch. Und wie gesagt, wir sehen uns gleich auf der anderen Seite von da drüben aus. Bis gleich.
mittlerweile ein paar Meter weiter unter uns die Acht. Vorhin war sie neben uns, über uns und jetzt ist sie mal unter uns. Wir stehen auch wieder auf einer Brücke. Und diese Brücke über diese Landstraße und über diese Neckartalstrecke und im Hintergrund auch die Neckarbrücke, alles gut zu sehen. Und von hier aus sieht man richtig, was da für ein Berg nach oben muss. Da hat der ICE auch ganz schön zu schnaufen. Aber die moderne Technik macht es möglich. Und jetzt zoomen wir etwas zurück. Das ist die Einfahrt zu diesem Tunnel, den ich euch vorher gezeigt hatte. Mit seinem Portal, wo er wieder rauskommt. Auf der Neckartalstrecke. Das ist das eine Gleis, was dann Richtung Oberboingen führt. Nein, Richtung Unterboingen, sorry. Unterboingen geht es ja rechts lang und in die Richtung ist Oberboingen. Und wie man sieht, hier werden einige große Bohrer aufgebaut. Hier vorne ist einer schon voll im Einsatz. Und das wird dann der Tunnel unter der Neubaustrecke unten durch. Ich laufe mal ein bisschen weiter nach links. Ja, einmal rechts geht das Gleis raus auf die Neckartalstrecke und da, wo das Bohrgerät steht, da kommt dann das nächste Gleis hin, was dann hier hinabgeht mit einem neuen Tunnel dann in diese Richtung und das Feld durch. Und kommt dann auch drüben auch auf diese Neckartalstrecke drauf. Wir laufen mal weiter zum großen Portal. Ja, und wie man sieht, sieht man kein Portal mehr, sondern man hat schon begonnen mit der Bodenplatte, Seitenwände und sogar einen Deckel oben drauf für das Entknallungsbauwerk, wie auch immer. Ein ICE schiebt Luft vor sich her und damit es hier nicht so einen riesen Knall gibt, da kommt dann dieses Bauwerk davor den Tunnel, damit die Luft dann nach oben entweichen kann. Aber vielleicht habt ihr da den besseren Begriff dafür, dann dürft ihr in den Kommentaren schreiben. Für die Leute, die es noch nicht ganz genau wissen, hier kommt der ICE und die Neubaustrecke, sagt man nicht über ICE, sondern die Neubaustrecke raus von Kirchheimtech Richtung Wendlingen. Wir sind hier im Wendlinger Portal. Und in die andere Richtung, wir schauen jetzt gerade Richtung Ulm.
da geht's hinein auf der rechten Seite und dann 8 Kilometer weiter kommt dann der Tunnel wieder ans Tageslicht und da fahren wir jetzt mal hin. Das ist der Ausgang der kleinen Wendlinger Kurve. Hier kommt das Gleis hinaus. Beziehungsweise kann man da hineinfahren, nicht rausfahren. Obwohl rausfahren doch auch, indem man dann die Weichen bis rüber nimmt. Könnte man aufs andere Gleis drauffahren. Jedenfalls eher ist es die Ausfahrt von Oberboingen nach Unterboingen hier lang, da fehlen noch die Gleise. Die kann man dann verlegen, wenn hier die Baustelleinrichtung zurück verlegt worden ist. Und ab hier beginnt schon der Tunnel oder das Tunnelbauwerk. Ja. Der Kreisverkehr hier auch fertiggestellt und das ist dann die Umleitungsstrecke mittlerweile zwischen Oberboingen und Unterboingen. Der war früher schon hier, der Kreisverkehr, und ist jetzt wieder da. Da hinten sieht man noch schön den Einschnitt vom Portal. Und dann mit einem Bauwerk Verlängerung hier vorne raus und in diese Richtung hinüber. Dann sage ich mal, bis später. Seine Arbeit heute getan und der steht ohne Kette da. Schwerlasttransporter.
So, im Zeichen der Burg, liebe S21 BauTV-Zuschauer, wir sind hier mittlerweile in Kirchheim-Teck angekommen und im Hintergrund hört man es ordentlich rumpeln. Wir sind am Alpvorlandtunnel und ich drehe hier gerade in das Tübingen-Lager hinein und wie ihr sehen könnt, ein Blick über den Zaun. Hier wird zurückgebaut. Kein Tübingen mehr da, alle sind verbaut. Und die Portalkräne hier sind mittlerweile auch schon wieder abgebaut. Und hier hat man sehr viel Beton, ja, sag mal Schienen oder zumindest so Blöcke gehabt, wo man dann die Tübinge zum Trocknen gelegt hat. Mittlerweile alles weg und hier wird fleißig zurückgebaut. Hier war früher mal Feld und hier wird bestimmt auch mal wieder ein Feld entstehen. Bis das mal hier alles weg ist, wird es noch eine Weile dauern. Aber alles seine Zeit. Ja, hin und her Geschwenke. Wir drehen noch ein bisschen weiter rum. Und zwar hier Turmdrehkräne zu sehen und Riesenberge von Beton, Schutt. Das sind die Zwischennotstollen oder ja, Zwischenangriffe, Zwischennotstollen zwischen den beiden Röhren, die alle 500 Meter gesetzt werden. Damit, wenn mal eine Havarie ist, dann auch von einer Tunnel in die andere Tunnel gewechselt werden kann. Bei 8 Kilometern ist das noch sehr viel. Und die werden mittlerweile auf Hochtouren durchgebrochen, so dass dann sämtliche Querstollen dann fertig sind. Wie gesagt, der Abraum liegt hier vorn und wird auch hiervon abtransportiert bzw. zerkleinert und in ein paar Minuten halte ich dann wieder drauf. Ich laufe mal vor Richtung Portal und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Mittlerweile am Portal angekommen, sieht man hier noch den Einschnitt ein wenig, wo damals die beiden Tunnelbohrmaschinen gestartet sind Richtung Wendlingen. Und mittlerweile ist hier auch nicht mehr viel zu sehen, außer dass noch ein Bauwerk vor dem Portal hier entstanden ist. Und schön zu sehen, dass die Decke fast fertig ist. Hier gibt es noch ein Feld, was noch armiert werden muss. Das andere scheint alles fertig betoniert zu sein. Auch mit diesen beiden Schächten. Und ich vermute mal, dass das genau das Gegenstück ist, wo ich vorhin gefragt hatte, ja, wie nennt man das? Entknallungsbauwerk. Ich kann mich nicht ganz genau entsinnen, aber irgendwas gehört gehabt von Sonic-Gebäude oder sowas in der Richtung. Aber ich habe euch ja gefragt, was heißt das oder wie heißt das? Die Experten von euch kennen den
Ausdruck ganz genau und werden das dann in den Kommentaren hineinschreiben. Und dann weiß jeder und auch ich natürlich dann Bescheid, wie diese Gebäude heißen. Hier ist die Strecke dann weiter Richtung Ulm, beziehungsweise offene Bauweise oder offene Strecke bis zum Bosler Tunnel. Und da schauen wir dann auch gleich mal in den nächsten Minuten vorbei. Autobahn ist frei, man kann also durchfahren. Und dann schauen wir mal jetzt noch ein paar Bilder von hier vom Albvorlandtunnel am Portal Kirchheim Tech. Also hier alles noch auf Hochtouren zur Fertigstellung für Ende 21. Dezember. Da soll ja diese Strecke hier offen sein. Und ich sag mal, bis später. Ja, so wie es aussieht, sind wir oben auf dem Bosler Tunnel am Portal angekommen. Wir blicken noch mal in Richtung Stuttgart, Wendlingen. In die Richtung geht es dann mal. Oder von der Richtung kommt man mal. Da hinten. In der Entfernung waren wir ungefähr. Kirchheim Tech, ja, oberirdisch die der Neubaustrecke entlang. Und es geht hier weiter am Bosler Tunnel, am Portal. Hier noch viele Vorbereitungen, bevor überhaupt mal eine Schienenstrecke zu sehen ist. Diese Brücke hier im Vordergrund ist als Logistikstrecke genutzt worden. Da hinten im Grünen, da war das Tübinger Werk. Die sind dort direkt hergestellt worden und dann direkt hier eingefahren worden über die neue Brücke. Hier war früher auch die Abraumhalde. Hier hat Kätchen damals seinen ganzen Abraum rausgelassen und hier abgesetzt. Von hier aus verladen worden und auch weggebracht worden. Und wie man hier schön sieht durch den Zaun, hier sind die beiden Tunnelportale. Eidenei, was ist denn heute los? Und auch gut zu sehen hier oben diese kleinen Öffnungen. Kleinen Anführungszeichen. Einmal rechts und auch einmal links. Auch wieder das Entknallungsbauwerk, so Nick, wie auch immer das heißen mag. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, das reinzuschreiben, damit ich es beim nächsten Mal dann auch richtig sage. Bin gerade am Überlegen, ob ich ein paar Schritte noch nach oben laufe und euch dann noch einen kleinen anderen Ausblick gewähre und sag einfach mal, warum nicht, was spricht dagegen. Ein paar Meter bis hoch können wir noch laufen. Die Plattform selber an sich mit der Aussicht zum Portal hinunter gibt es nicht mehr, ist mittlerweile zurückgebaut worden.
und wären nochmal schöne Einblicke gewesen. Aber auch hier beginnt langsam der Rückbau. Wie man sieht, ist jetzt hier Ende. Schluss mit lustig. Aber das, was ich euch nochmal zeigen wollte, beziehungsweise damit ihr die Bilder von hier oben nochmal habt, zoomen wir nochmal rein in die Baustelle. Gut zu erkennen, auch hier an der Seite die Stützwand, die dann demnächst dann bestimmt auch aufgefüllt wird. Und unten, ja, einfach nur noch Erdarbeiten bzw. Untergrundarbeiten, bis man überhaupt eine Strecke hinlegen kann. Das wird noch ein Weilchen dauern. Ja, und was kommt nach dem Bosler Tunnel? Nach dem Bosler Tunnel kommt die Vilstalbrücke. Und wenn ihr Lust habt, bleibt einfach noch dran. Dann nehmen wir auch noch die Vilstalbrücke mit ins Visier. Und ich verabschiede mich erstmal von hier oben, vom Bosler Tunnel, vom Portal Weilheim am Eichelberg und sag bis gleich. So, ihr Lieben, wir sind jetzt mittlerweile in Mühlhausen im Thele angekommen und vor uns die Vilstalbrücke. Wir haben sie erreicht und wie man sieht, ist man auch schon im zweiten Taktvorschub. Der Vorschnabelbau steht schon da oben auf der ersten Stütze. Und hier die Verschalungsteile. Und wenn ich genau hinschaue, sieht das fast aus, als wäre das schon auch der zweite Vorschub erledigt. Weil die Klappen sind offen, also die Verschalungsteile. Und es sieht mir stark danach aus, dass man auch schon den zweiten Teil betoniert hat. Nicht nur armiert, sondern auch betoniert. Ja, da drüben ist der Tunnelmund vom Bosler Tunnel. Ja, ist jetzt die Blickrichtung Stuttgart. Und da drüben kommt auf der linken Seite von uns aus gesehen, ist dann auch das Gleis von Stuttgart kommend Richtung Ulm. Und wir schweifen mal entlang. Übrigens, hier wird gerade die zweite Hilfsstütze rausgenommen. Ich bleibe mal etwas drauf. Die wird dann jetzt hier abgebaut. Wiesbauer mit seinen großen Kränen im vollen Einsatz. Wie gesagt, abgebaut und wird dann hier auf der gegenüberliegenden Seite so, und jetzt gucke ich gerade genau hin, jetzt sehe ich, die ist schon abgebaut, die wird wieder aufgebaut. So sieht die erste, ups, hier sind wir wieder schräg kommen. Also, die erste Hilfsstütze nochmal, die stand auf der linken Seite, steht mittlerweile schon auf der Achse, rechte Seite Richtung Stuttgart. Und diese Hilfsstütze hier wird gerade neu aufgebaut. Sie stand auch schon etwas weiter links und ist jetzt hier auf dem neuen Fundament schon aufgestellt worden. Und hier oben wird gerade ein Träger eingesetzt.
und dann auch noch dieses Oberteil aufgehängt. Und dann sieht das aus wie hier. Und von der Hauptstütze hier, diese Betonstütze, kann man dann weiter vorschieben auf diese Stütze drauf. Und dann kann man wieder die Schalungsteile zuklappen, den Kasten ausarmieren, betonieren. Und so macht man das Takt für Takt. Ich meine, das sind 10 Takte oder 12, bis man dann auf der anderen Seite angekommen ist. Und dann ist die Brücke fertig. Hilfsstützen wieder raus. Dieses Gelände dann wieder zurück modellieren. Und dann ist alles wieder wie früher. Nur, dass hier eine Brücke ist im Mühlhauser Täler. Die Vilstalbrücke. Also Männer, gebt Gas, dass das hier fertig wird, weil ihr seid das Bindestück zwischen dem einen Tunnel und dem anderen. Sonst kann die Strecke nicht fahren. Ich sag mal ciao, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben. Ich wünsche euch was. Ciao. Ja Leute, von S21 Bau TV, jetzt musste ich noch einmal die Kamera einschalten. Als ich vorbeigefahren bin, direkt hat man noch gesehen, man ist an der Demontage der zweiten. Das war vorhin der Blickwinkel, ja, die zwei Brücken stehen so eng aneinander, dass man es kaum sieht, dass das zwei Brücken sind. Aber jetzt aus dieser Perspektive sieht man eindeutig da oben, das Teil hängt in der Mitte, hängt an zwei Seilen noch, 4 Seilen dran, durch die Brücke durch, schwebt sozusagen in der Luft. Das kann man dann später ablassen von oben. Aber erst kommen mal jetzt hier die Gerüstteile weg, damit man Luft hat. Und man arbeitet hier mit zwei Wiesbauern, einer links, einer rechts. Der eine hebt gerade diesen Querriegel. Und mit der Hebebühne sind die Herren beschäftigt, die Schrauben zu lösen. Und ja, wie gesagt, man sieht es hier auch viel besser. Die linke Hilfsstütze ist versetzt weiter nach hinten. Und hier im Vordergrund ist doch die Hilfsstütze noch genau unter der Brücke, unter der fertigen Brücke. Und hier oben sieht man schön, wie man es abgelassen hat. Und das ist die Mitte davon. Also, haben wir das auch nochmal schnell geklärt. Wie gesagt, das waren die Bilder für heute von der Baustellentour von Wendlingen nach Mühlhausen im Täle. Ich sag nochmal ciao und wünsche euch eine gute Zeit und immer schön gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal, sagt der Mario vom S21 Bau TV Team.